Leute, ich bin Guitar Chris Singy. Und ich bin Caro Kor. Willkommen bei Chris, Chris HQ. Ich glaube, das versuchen wir dann nochmal. Hallo Leute, ich bin Guitar Chris Singy. Ich bin Caro Kor. Willkommen bei Chris HQ. Ha, siehste, wir können das. Also Felicia und Rowan, Grüße an euch. Vielleicht schafft ihr das auch mal so synchron. Ja, aber Willkommen bei Core Aptitude ist auch irgendwie ein bisschen was schwerer. Machen wir dann beim nächsten Mal. Genau. Bei uns heißt es dann Willkommen bei Co-Optional. 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 Wir sind also nur optional. Das ist blöd. Okay. Ja, hallo. Wir spielen heute mal zusammen an einem Rechner. Kein Co-Optional, sondern Co-Unidirektional. Oder wie auch immer das heißt. Ja, also wir spielen Resident Evil, den Redux-Teil auf Computer, nicht den GameCube, irgendwas, sonst was, sondern den auf Computer. Und guck mal, was da so alles neu drin ist, im Gegensatz zu dem originalen Resident Evil 1. Zu Englisch auch Biohazard genannt. HD Remaster. Genau. Ja, ich weiß, das Spiel ist schon was älter. Aber wir spielen das trotzdem mal, weil wir irgendwann mal co-oppen wollen mit den neuen Resident Evil Teilen. Vielleicht kommen wir irgendwann mal, falls dann irgendwann der achte Teil von Resident Evil rauskommt, wenn wir schnell genug sind, rechtzeitig, zeitlich gesehen, an. Aber gut, erstmal soweit. Caro hier, die wesentlich besser vorlesen kann als ich, wenn es denn dann Deutsch ist. Soll ich es vorlesen? Ja, du lest die Texte vor. Achso, habe ich ja noch nicht gesagt, ist egal. Sie liest die Texte vor, ich spiele das Spiel, ich gebe blöde Kommentare und sie macht ein dummes Gesicht und einen guten Eindruck. Oder andersrum. Ein gutes Gesicht und einen dummen Eindruck. Kannst du auch machen. Sie fängt schon damit an. Gut, warum machen wir das zu zweit? Da das liebe Karoko ein bisschen schreckhaft ist und das Spiel nicht unbedingt alleine spielen kann, ohne meinen Computer oder ihren Computer dabei zu zerstören. Oder dass ich einen Herzinfarkt kriege, weil sie einen Herzinfarkt kriegt, spielen wir das jetzt nun zusammen. Und sie kann das sich angucken. So, ich verbanne uns dementsprechend mal gerade oben in die Ecke. Hui, oh, das sieht ja richtig doof aus. Hui, sopp. Und sehr das gut. Andere. Hui. Ey, komm her, du Kram. So, ja. Der liebe Kratzer, das letzte E mit 3 geschrieben. Also Kratz-Dreier. 3R. Nicht Kratz-Dreier. Ihr findet ihn auch auf YouTube. Der hat mir diesen wunderschönen Rahmen hier gebastelt. Den ich übrigens sehr toll finde. Muss ich nochmal dazu sagen. Mhm. Auch wenn er mir gezeigt hat, wie das ganze Ding ja passend funktioniert, was ich gerade jetzt nicht so doll hinkriege. Ja, aber was soll's. Ja, egal. Auf jeden Fall ist der Rahmen sehr schön. Irgendwann hier unten soll dann auch nochmal der Name der Folge durchlaufen. Das hat er auch schon gemacht, aber ich weiß nicht mehr, wie das geht. Weil, ja. Ich bin eigentlich mehr für Audio und nicht für Video zuständig. Oh, das geht noch ein bisschen. Guck mal hier, das passt ja noch gar nicht. Zup, 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 zup. Oh, ist das richtig genommen? Nein, das geht nicht. Mist. Also muss ich das da nehmen und das ein bisschen machen? So. Kann ich da nicht so? Ja. So, jetzt passt. Oh nein, es lädt. Okay, gut, es klappt. So, dann fangen wir mal an. Spielen und so. Sehr schön. Du baust dir Endzeit-Zigaretten. Gut. Vielleicht machen wir auch nochmal ein Tutorial-Video über Zigaretten drehen. Mano. So, leider Gottes sehen wir uns nicht. Nicht, richtig. Guck mal, ob es noch funktioniert. Nicht so wie beim letzten Mal. Mach das doch einfach mal mit dem Bildschirm. Ja, dann geht das andere aber aus. Ah! Siehst du? Andere geht aus. So, ist mal für ein Spiel. Ich würde keine dummen Gesichter machen. Doch, du kannst dummes Gesicht machen, wenn du dabei einen guten Eindruck hinterlässt. Also, dummes Gesicht, guter Eindruck. Duckface. Du hast vergessen vorzulesen, sowas. Das folgende Symbol wird angezeigt, wenn das Spiel Datenspeicher auf sie zugreift. Schalten Sie die Stromzufuhr des Computers nicht aus, wenn das Symbol angezeigt wird. Enter-Taste weiter. Steht da Enter-Taste? Ja.
Na gut. Press Any Key. Meine Tastatur hat immer noch keinen Any Key. Und damit so, jetzt ist die Frage. Wir haben das letzte Mal schon mal den Anfang mal uns angeguckt. Spielen wir den Anfang jetzt nochmal neu für die Leute? Oder laden wir unser Spiel? Und versuchen das Ganze nochmal mit etwas weniger Munitionsverbrauch hinzukriegen. Laden das Spiel. Na gut, wir laden das Spiel. Also, falls ihr den Anfang noch sehen wollt, den schneide ich dann hinterher irgendwie nochmal dran, ganz gestückelt. Caro denkt mal wieder nur an sich. Nicht an euch, dass ihr vielleicht mehr von dem Spiel sehen wollt. Mhm. Nein. So. Wir sind ja noch beim Anfang. In der Dunkelheit lauert die Angst. So sieht das aus. So, also natürlich spielen wir Jill. Aufgrund der Tatsache, dass Caro Core Jill haben wollte. Ja, sehr schöne Mausanpassung, aber trotzdem immer noch dieselbe kreplige Steuerung wie im ersten Teil. Daran haben sie nicht viel geändert, aber es soll ja auch Retro sein. Grafisch gesehen, die Hintergrundbilder, ja, etwas aufgepeppt, aber auch immer noch sehr, ja, es sind halt Bilder. Dafür haben wir einige mehr Details an den Figuren, die sehen doch recht schön aus mittlerweile. Ich glaube, die Brüste wackeln sogar, ja, die wackeln ein bisschen. Ja, so viel dazu. Das stimmt, die Wackel. Wirklich. Ja. Gut, wir sind hier gerade in dem ersten Raum mit einer Kiste und allem drum und dran. Sind auf der Suche nach Chris und ja, ich würde sagen, jetzt spielen wir einfach. Ihr kennt wahrscheinlich die Story alle. Ansonsten werdet ihr dann in meinem kurzen Story-Zusammenfassungs-Dingsy bis hierhin mehr erfahren. So, gucken wir in unsere Kiste. Ja, aber wir müssen die Farbbänder doch wieder raus tun. Die brauchen wir doch nur, wenn wir an der Kiste sind. Ja, vielleicht gibt es ja woanders auch noch Speicherstellen, zum Beispiel im... Ja, wir sollten eh nicht so viel speichern. Außerdem brauchen wir Platz. So. Also, wir haben nun einmal Heilzeug dabei, wir haben den Schlüssel dabei, wir haben Munition dabei, wir haben das Messer dabei. Brauchen das Symbol? Das brauchen wir bestimmt später nochmal, aber lassen wir doch erstmal ein bisschen Platz hier. Und gucken erstmal weiter. Wir können ja wieder zurücklaufen. So, so sieht es erstmal aus. Übrig haben wir noch ein Erste-Hilfe-Spray, was von Anfang an in der tollen Kiste war. Okay, nun gut. Achso, möchtest du gerne noch diesen... ja, diese tolle Steuerung. Darum. Genau, den Brief müssen wir doch einsammeln da. Genau, einsammeln, nicht aber lesen. Du liest. Okay. Sonderanweisung zur Entsorgung von Leichen. Wir haben neue Informationen bezüglich dieser Wesen. Sie scheinen tot, doch sie können wieder zum Leben erwachen. Es gibt jedoch Methoden, um eine erneute Aktivität zu unterbinden. Derzeit sind zwei Verfahren bekannt, die eine Wiederbelebung verhindern. Einäscherung, Vernichtung des Kopfes. Falls weitere Methoden entdeckt werden sollten, werden sie umgehend benachrichtigt. Bis dahin wurde für alle, die noch nicht jeglichen Lebenswillen verloren haben, Öl im Erdgeschoss des Hauses gelagert. Öl? Nehmen Sie so viel Sie brauchen. Sie benötigen etwas, um es zu entzünden. Das müssen Sie selbst finden. Stecken Finger ins Auge, brennt auch. Genau. Lass mich raten. Du möchtest deine Zigaretten? Oh ja. Hast du sie entdeckt? Nein, aber ich werde auch nicht nochmal aufstehen. Na, dann stehe ich also mal auf. Seht ihr? Damit muss ich mich jeden Tag umschlagen, wenn ich mit dir zusammenarbeite. Egoismus pur. So. Ich hoffe, ich bin noch im Bild. Bin ich noch da? Hallo? Oh Gott, dieser blöde Stuhl ist schon wieder. Ich hasse diesen Stuhl. Spätestens jetzt schalten die Leute alles aus. Ja. Und dann einfach so ein Skip-Zeichen da rein, dass die Leute vorspulen können. Was? Du willst nicht mal eine tolle akrobatische Aktion hier mit drin haben? Doch, man kann das aber vorspulen. So, kleine Anekdote zum ersten Teil. Der erste Teil ab 18, wie wir alle wissen, in der ungeschnittenen Variante damals sehr schwer zu kriegen für die PlayStation 1. Für Computer war das schon etwas leichter. Nun gab es dieses im Anfangsvideo Cast, wo Chris Redfield vorgestellt worden ist. Ich demonstriere euch kurz mal das Cast vom originalen 18er Teil. Cast kam Chris Redfield.
Und dann kam Jill Valentine. So, alle wurden sie so schön vorgestellt. Nun kam die 16er Variante des Spiels raus, mit weniger Blut und allem drum und dran. Wobei Chris Redfield sich keine Zigarette anzündete, sondern einfach nur Schnittszenen aus dem vorherigen Video eingeblendet worden sind, was voll aus dem Cast hinausfiel und einfach dämlich aussah. Wollte ich nur mal erwähnt haben. So, aber fangen wir endlich an. Hallo Bildschirm, tu das, was ich hier sage. So. Nun den. Danke. Wir brauchen für dieses Spiel ganze 4 Tasten, außer den WASD-Tasten. Gut, dass du mich daran erinnert hast. Ey, das letzte Mal hast du es immer falsch gemacht. Ja, ich weiß, weil ich nicht daran gewohnt. Guck mal, die Brust wackeln wirklich. Warte. Ja. So, du. Oh. Diese Kameraführung ist natürlich wie immer. Oh, guck mal, hier sehen wir jetzt schon einen schönen Schatten an der Wand. Das gab es sonst nicht in den anderen Teilen. Ein Gemälde des Hauses im Licht eines Blitzes. Ah, diese wunderbaren Beschreibungen. Hier gibt es nur Putzmittel. Es riecht etwas unangenehm. Danke für diese wunderbare Beschreibung. Oh, dieser Schatten war doch nicht vereint von mir. Nein. Okay, hier gibt es nur Putzmittel. Ja, haben wir verstanden. Irgendwie sehen die Fensterscheiben so aus, als würden sie nicht zum Hintergrund gehören. Sie sind animiert. Das bedeutet, die gehen bestimmt irgendwann kaputt und da kommt irgendwas raus. Sie haben den Dietrich verwendet. Yeah. Ich glaube, da steht ein Zombie draußen am Fenster. Oh. Sehr schöne Einstellung. Da ist was. Hier liegt... Nur alte Möbel. Ey, da. Nimm das. Nimm das. Batteriepack mitnehmen? Wofür brauchen wir ein Batteriepack? Das ist für einen Stunner, nehme ich mal an. Also für Stunwalker. Ja, für einen Elektroschocker. Hm, das ist auch neu. So. Ja, die kaputte. Defektes Gewehr. Das brauchen wir, um das nicht defekte Gewehr zu bekommen. Okay. Ihr entsinnt euch vielleicht noch die den ersten Teil gespielt haben, daran warum. Denn dieses wunderbare Herrenhaus ist natürlich wie jedes Herrenhaus im Wald vollgespickt mit lustigen Fallen. Und bevor man sich die Schrotflinte mitnimmt, muss man natürlich erstmal die defekte Schrotflinte dabei haben. Können wir da hochgehen? Nein, das gehört zum Hintergrundbild. Aha. Siehst du, deswegen können wir gleich nochmal zurück in unseren tollen Raum gehen. Hier, da, Benzin. Es ist noch Kerosin da. Aha, erst ist es Öl, hier ist es Kerosin. Ja, dann nimm das doch mit. Okay, ich kann das nicht mitnehmen. Warum nicht? Weil ich erstmal irgendein Behälter dafür brauche. Okay. Also, ich weiß nicht, wie die das hier aufgeteilt haben. Wenn man mit Chris spielt, hat man ja nur 6 Inventarplätze. Und keinen Dietrich. Dafür allerdings ein Feuerzeug. Ich weiß nicht, ob man auch mit Jill die Zombies, die man erschossen hat, verbrennen muss. Doch bei Chris ist es so, dass sie, nach einmal erschießen wieder aufstehen, wenn man sie nicht verbrennt. Und nach dem zweiten Mal erschießen sind sie dann, glaube ich, tot, aber es spart Unmengen an Munition, sie zu verbrennen. Da man natürlich nicht genug Benzin hat, um alle zu verbrennen, sollte man nur die brennen, wo man oft vorbeiläuft. Und ich weiß, dass wir da schon waren, aber in diesem Spiel ist... Ich will, dass wir gefleckte Gewehr dabei haben. Upsala. Können wir das in die Kiste tun? Nee, ich weiß nicht, wann der Raum kommt, wo wir das brauchen. Es ist auf jeden Fall hinter... Also der Raum, wo das Gewehr drin ist, ist hinter einer der Türen, die wir mit dem Schwertschlüssel öffnen können. Einer der drei. Ah. Also nehmen wir es mal mit. So. Ich weiß auch nicht, ob dieses Spiel wie das alte PlayStation-Spiel ein Ranking hat. Wenn es denn dann so ist, ist natürlich die Zeit wichtig, in der wir es durchspielen. Diesbezüglich wird das wohl ein schlechtes Ranking werden, weil wir ja noch hier alles uns genau angucken. Unter anderem war wichtig, wie oft man gespeichert hat und welches Ende man hat. Und seht ihr? Genau deswegen
soll ich es spielen? Die Tür ist verschlossen. Ein Rüstungssymbol ist in das Schloss eingraviert. Nun gut. Hey. La, 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 la. Ja. Hallo Zombie. Wollen wir da hin? Gucken wir mal. Die Tür ist verschlossen. Ein Helmsymbol ist in das Schloss eingraviert. Oh, dann gehen wir mal wieder. Ja, ja. Die liebe Karu. Hier ist ja auch noch eine Tür. Ist das eine Tür? Sie haben den Dietrich verwendet. Der Dietrich ist ja toll. Darauf kann man ihn ja eigentlich verwenden. Na, wo geht's denn? Normalerweise geht er nicht kaputt. So ein Dietrich. Ja, es gibt auch Spiele, wo man Dietrich immer nur einmal verwenden kann. Aha, wir sind draußen. Das ist natürlich ganz toll. Hier gibt es natürlich Kräuter. Die merken wir uns mal. Ein Buntglasfenster. Das Muster in der Mitte erinnert an eine Hexe. Ach ja? Also mich nicht. Mich erinnert das mehr an eine Blume. Also ich sehe da eine Hexe. Was siehst du für eine Hexe? Da die Nase, die Augen. Ah, ach so, so eine Hexe. Okay, alles klar. Das ist ja schön hier draußen. Wollen wir mal hier rein. Hallo. Darf ich nicht reingucken? Na gut. Mal das Pflanzchen. Ja, das ist aber keine Pflanze, die wir mitnehmen können. Ja, wie in einem... Eine dornige Pflanze, die Sie noch nie gesehen haben. Aha. Ich nenne sowas Rosen. Haben wir noch nie gesehen? Nein, exotisches Ding. Das ist ja Nordamerika, da gibt es keine Rosen. Ist das Fenster jetzt offen? Kann ich da rein? Nee. Nein. Ja, ich gucke hier immer in diese Ecken, weil in Resident Evil ist ja typisch, dass man die irgendwie abklappern muss, weil es da manchmal versteckte Munition gibt. Sie haben die Tür aufgeschlossen. Aha. Das war eine dieser Türen, die von der anderen Seite verschlossen waren. Ist ja auch normal. So. Und, wie Sie sehen, befinden wir uns in der Eingangshalle. Das ist also der schnelle Weg außen herum. Falls man den Zombie, der hier in diesem Rundgang, der hier drüben ist, nicht immer darum watschelt, jetzt aber nicht mehr, wenn man diesen nicht immer wieder töten will. So, wo gab es denn noch das Helmsymbol? Sie haben den Schwertschlüssel verwendet. Haha, und unten gab es noch einen Schwertschlüssel, richtig? Mal da rein. Ja, dieses Haus ist etwas anders aufgebaut, als es damals in dem Resident Evil Teil war. Ich glaube, der Resident Evil Teil ist auch schon gespielt worden. Ja, sicher. Hier scheint es nichts Nützliches zu geben. Das ist ja toll. Ja. Hier gibt es nur Krimskrams. Ja. Tür. Die Tür ist verschlossen. Ein Rüstungssymbol ist in das Schloss eingraviert. Na gut. Die Tür ist verschlossen. Ein Rüstungssymbol ist in das Schloss eingraviert. Ja, ja. Der gute Rüstungsschlüssel. Guck mal, wenn man da drüber geht, dann ist das so ein Scherbengeräusch. Ja. Holzpasse partout. Mitnehmen? Passe partout. Pass partout. Das E spricht man nicht mit. Okay. Ja, für was auch immer, dieses gab es dann auch. Ja, verwenden. Ich will, Sie spüren die Wärme des Lichtes auf Ihre Haut, als Sie näher kommen. Aha. Ich will mal wissen, was das ist. Ein Holzpasspartout. Ja. Na gut. Dieses gab es übrigens im Originalen auch nicht. Prüfen. Holz. Ja. Oh, man kann das aufmachen. Ein Stück Papier klebt an der Innenseite. Es ist unbeschrieben. Aha. Sehr toll. Heißt also, hier können wir etwas draufschreiben. Wunderbar. Nein. Sehr gut. Ja, habe ich ja verstanden. So. Gut. Benötigen wir jetzt gerade noch nicht. Wir haben ja auch keinen Stift. Ach so. Ja, wo ist eigentlich diese lustige Batterie, die wir... Aha. Da kickt mal einer an. Betäubungsgewehr. Ja, Betäubungsgewehr. Wir sehen hier die wunderbare Übersetzung aus dem Englischen des Stunners. Wie wir sehen, ist das natürlich ein Betäubungsgewehr.
nennen wir es mal den Stromschocker. Den Dolch hat man immerhin richtig übersetzt. Was nehmen wir denn? Nehmen wir den Dolch und nehmen wir mal das Betäubungsgewehr. Ja, das Betäubungsgewehr. Gut, nehmen wir das Betäubungsgewehr. Ausrüsten. So, haben wir eine Batterie für gefunden. So. Geht hier noch um die Ecke? Aber das ist eine Tür. Das ist noch eine Tür? Ja, da ist noch eine Tür und da ist noch eine Tür. Krass, gibt's ja gar nicht. Gucken wir erstmal die Tür. Da geht's durch. Hallo Tür. Wir befinden uns immer noch im oberen Stock. Ah, hallo Rau. Gucken wir uns diesen einmal an. Hundepfeife mitnehmen. Bestimmt für die Zombie-Hunde draußen. Ja, wunderbar, damit noch mehr davon kommen. Vielleicht kann man die damit ja dressieren oder so. Ein zerknülltes Memo. Okay. Heute wies mich Sir Spencer an, etwas so zu verstecken, dass niemand es je finden würde. Nun, ich hatte da eine Idee. Ich dachte mir, wenn ich es durch ein gefährliches Tier schütze, wie etwa den bissigen Hund, der hier wohnt, kann niemand herankommen. Soweit ich weiß, lautet der Hund immer auf dem Balkon im ersten Obergeschoss der Westseite der Terrasse und er hört auf die Hundepfeife. Habe ich doch gesagt. Ja, dann müssen wir da einen bissigen Hund heranpfeifen. Warum auch immer wir das sollten. Ach, damit der hört darauf. Ja. Die haben ja Schmerzen. Und jetzt kommen Sie ins Spiel. Sie sind der Einzige, der an diesen verfluchten Hund herankommen kann, ohne zerfleischt zu werden. Nur Sie können ihm das Halsband anlegen. Hm? Das Objekt, das Sir Spencer versteckt haben will, ist darin verborgen. Mhm. Ich kann diese Aufgabe nur Ihnen anvertrauen. Natürlich sollen Sie einen gerechten Lohn dafür erhalten. Es gibt ein Objekt, das Sie schon immer haben wollten, nicht wahr? Im Gegenzug für Ihre Hilfe könnte ich es für Sie beschaffen. Das wäre für uns beide von Vorteil. John Tolemann. Toleman. Toleman. Lass uns die Hundepfeife mitnehmen. Ja, die haben wir ja schon. Gut. Jetzt haben wir aber keinen Platz mehr im Inventar. Das ist blöd. Das heißt, wir müssen gleich schon wieder so zu irgendeiner blöden Kiste. Die Hundepfeife sollten wir ein altmodisches Grammophon. Die Schallplatte ist Jupiter. Ja, wir sollten die Hundepfeife aber trotzdem im Inventar lassen. Ja, aber bevor wir den Hund heranrufen, um den zu erschießen, um dann das Halsband zu bekommen. Ja. Vielleicht hört der Hund auch einfach auf. Nein. Hört er nicht. Wir werden ihn erschießen, um an das Halsband ranzukommen. Das machen wir aber erst, wenn wir die Shotgun haben. Okay. Botanik. Verwendung mit medizinischer Kräuter. Es ist allgemein bekannt, dass vielen Pflanzen Heilkräfte zugeschrieben werden. Seit Urgedenken heilen Menschen Wunden und Krankheiten mit verschiedenen Pflanzen. In diesem Buch untersuchen wir drei Kräuter, die den Arklay Mountains wachsen, die Indien, und zeigen deren medizinische Eignung auf. Jedes Kraut weist eine unverwechselbare Farbe auf. Pflanzen? Ach nee, nicht solche Pflanzen. Okay. Und zeichnet sich durch einen eigenen medizinischen Nutzen heraus. Medizinischer Nutzen. Mhm. Das grüne Kraut stellt körperliche Kraft wieder her. Das blaue Kraut neutralisiert natürliche Giftstoffe. Das rote Kraut. Das rote Kraut allein hat keine Wirkung. Wird jedoch dem grünen oder roten Kraut beigeschmischt, so verstärkt es deren Wirkung. Sie sollten allerdings ruhig selbst experimentieren, denn wahres Wissen wird am besten durch eigene Erfahrungen erworben. Um das Ganze genau zu machen, hast du ein grünes Kraut, ist Heilung gleich 33%. Nimmst du zwei grüne Krauts, hast du Heilung gleich 66%. Nimmst du ein grünes plus ein rotes, hast du Heilung 100%. Bei Rot macht Grün mal 3. Grün und Grün macht nur mal 2. Heißt also, wo du aus 6 Grünen... Ja, geh da an die Tür jetzt. Ja, gut. Ich geh nicht an die Tür, ich geh jetzt erstmal gucken, was hier noch gibt. Mal Schubladen. Guck mal, da ist noch ein Feuerzeug. Ja, ein Feuerzeug. Leiter. Mehr Objekte können sie nicht tragen. Natürlich aber nicht. Aber das Leiter brauchen wir, glaube ich. Ja, Bücher über die Völker der Erde. Bücher über die Völker der Erde. Okay. Ja, ich weiß, dass wir das brauchen, aber wir können leider jetzt gerade nichts ablegen. Dafür müssen wir erstmal zu einer Kiste. Ja, ich glaube, das Notizbuch brauchen wir erstmal nicht. Ne? Das Notizbuch? Ja, was ist ja eigentlich? Nein, Notizen gehen nicht ins Inventar. Notizen gehen da oben. In Akte. Nein, da. Dieses Holzteil da. Ja, richtig. Wofür haben wir das brauchen? Wir gehen jetzt erstmal wieder zurück. Oh, durch die Tür war natürlich noch nicht. Aber ich denke mal, dass wir damit in einen Bereich kommen, in dem wir den Feuerzeug brauchen. Nein. Ah!
Ich würde jetzt gerne das Messer nehmen. Da, Warnung. Jetzt schon. So ein Mist. Bei Chris geht das nicht so schnell. Ausrüsten. Das Karo hat sich erschreckt. So, jetzt stechen wir noch. Ah! Ah. Ausrüsten sollst du das. Okay. Okay, das können wir besser. Ich glaube, wir müssen den verbrennen. Ja, wir haben auch nichts zum Verbrennen. Ja, geh zurück durch die Tür. Wir müssen jetzt zu unserem Lager. Ja, da gehe ich doch jetzt hin, Mann. Da unten ist bestimmt auch noch ein Lager. Könnte ich immer gleich so zurücklaufen. Jetzt müssen wir erstmal nachladen. So, ja, oh Schock, oh Graus. Im ersten Teil war ein Zombie noch echt eine Begegnung. So, ja, vielleicht finden wir ja auch gleich ein einzelnes grünes Kraut. Dann gucken wir mal, ob das einzelne grüne Kraut reicht. Wo ist denn mein Zeuerfolg? Da, wo du es hingelegt hast. Na, du hast es versteckt. Hm, ich glaube, der Zombie, der hier irgendwo mal hier unten war, der... ist gewandert. Hm. Das Fenster ist offen. Ach, guck mal, da steht noch einer. Hallo. Ich glaube, den müssen wir töten. Da ist ein Kraut. Ja, ja, ob ich den mit dem Messer von hier erwische? Nee. Das probieren wir jetzt mal. Gucken wir, ob... Also natürlich würde sowas in jedem der neuen Spiele gehen. In einem alten Spiel hätte das wahrscheinlich nicht funktioniert. Aber mal gucken, ob sie diese Physik mit... Oh, das geht! Ich glaube, jetzt solltest du lieber auf die Waffen wechseln. Ja, machen wir das. Aber das ist schön, dass das funktioniert. Das finde ich sehr lustig. Na komm. Zombie? Hat funktioniert. Mit nur zwei Schüssen. Ist doch toll, oder? Du hast ihn ja vorher gemessert. Ja, der steht aber nochmal auf. Oder auch nicht. Nein, da läuft die Blutlache aus. Also das ist wie beim alten. Läuft eine Blutlache aus, steht er nicht mehr auf. So. Ich würde... Ja, ja, ist ja gut. Wie sieht eigentlich, wenn man die Munition mit dem Messer kombiniert? Dann steht da, das kann nicht kombiniert werden. Kraut, lass uns auch ein bisschen schneller. Geht nicht, geht nicht. Aber hier drin, wenn das wie der alte Teil ist, ist hier drin eine Kiste. Nein, Kraut. Ja, doch. Siehst du, ich wusste es. Kerosin. Das können wir aber auch noch nicht nehmen, weil wir wahrscheinlich... Ja, da ist auch eine Maschine da. Ja, eine Schreibmaschine ist immer in einem Raum mit Kiste. Oh, guck, da haben wir den Behälter. Nur, das ist ein Flachmann. Den können wir aber auch nicht mitnehmen. Ja, natürlich. Da können wir wahrscheinlich Kerosin drin mitnehmen. Ah, aber weißt du, was wir hier haben? Guck mal. Ein Leiter. Nein. Ein Magazin. Oh, heilige Munition. So. Cool, das wird ja... Guck, wir nehmen mal die Farbänder miteinander. Das wird ja... Jede Kiste ist in jeder Kiste. Ja, 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 natürlich. Cool. Was glaubst du, warum ich das mit der Kiste so mache? So, jetzt haben wir die kombiniert. So. Das Passepartout haben wir da drinnen. Sollen wir die Hundepfeife mitnehmen? Ja? Ja, wir brauchen auf jeden Fall das Feuerzeug. Und wir brauchen... Die Hundepfeife wäre gut, wenn wir aus Versehen dem Hund begegnen. Nein, das tun wir ja nicht. Den können wir ja nur, wenn wir da drauf... Nehmen wir mal kurz das Farbband und speichern wir eben ab. Nee. Noch nicht. Wir tun die Hundepfeife erstmal rein. Denn wir müssen eh erstmal die Shotgun holen. Erstmal heilen wir uns. Ja, ja, das machen wir draußen. Wir brauchen aber zwei Plätze frei. So, ne? Heilen tun wir uns draußen. Wir nehmen weiter ein Heilzeug mit. Weil wenn wir die Shotgun holen, ist die ja weg. Und von der Shotgun, ne? Ja, dann wir müssen zumindest wo schon mal Schrot finden, wo Munition ist. Richtig, genau. So, wir nehmen auch gleich hier mal diesen Flachmann mit. Und machen mal draußen den mit Kerosin. Eine alte Kiste. Alte Kiste und Leitern schon. Ja. Naja, durch das warme Licht entspannen wir uns. Ganz toll. Es ist noch Kerosin Kanister da. Kanister auffüllen? Ja. Ja. Sie haben ihren Kanister mit Kerosin gefüllt.
Wie viel sagt er denn jetzt, ist da noch drin? Es ist noch etwa die Hälfte des Kerosins da, siehst du? Das aber ihr Kanister ist bereits voll. Genau. Wie viele Ladungen haben wir denn da drin? 2. Okay. Bringt uns aber allerdings noch nichts, solange wir noch nicht das Zeuervolk haben. Das werden wir uns aber jetzt holen. Übrigens, der Schlüssel, der Schwertschlüssel, der verschwindet auch aus dem Inventar, sobald wir die letzte Tür damit geöffnet haben. Dann haben wir auch wieder einen Platz. So müssen wir hier in diesem Spiel kalkulieren, um nicht so viel rumzulaufen. Kennt jeder, der Resident Evil 1 schon gespielt hat. Grünes Kraut essen. Ja, wir essen das grüne Kraut. Ich glaube, das muss man rauchen, oder? Verwenden. Und wir sind wieder gesund. Top. So. Dann gehen wir mal das Feuerzeug holen. Der Olle Wüterich steht da immer noch. Und der auch. Ich würde sagen, diese beiden, diese werden wir möglichst schnell verbrennen. Weil hier muss man bestimmt öfters lang. Man kann hiermit immer sehr schön... kein Griff. Bin ich daher gekommen? Ja, ja. Die wäre von der anderen Seite verschlossen gewesen. Wären wir aus dem Gang gekommen. Ja. Das war die erste Tür. Die haben wir jetzt aber aufgeschlossen. Also hätte man so oder so durch den anderen Raum gehen müssen. Nee, aber hier kommen wir von oben nach unten sehr gut und deswegen würde ich sagen, machen wir den Gang Zombie frei, weil da kann man auch sehr schlecht ausweichen wegen der Treppe und so. Ja. Weil wir werden nicht für alle Zombies, um die zu verbrennen, Benzin haben. Ja. So. Feuerzeug auffüllen. Nein, das Feuerzeug müssen wir nicht auffüllen. Wir müssen das Zeug über die Leichen kippen. Und dann zünden wir das an. So, Chris hätte jetzt hier diesen Vorteil. Er hat das Feuerzeug in seinem Schnellinventar, nämlich oben da, wo wir den Dietrich haben. So, du, wie geht denn das jetzt? Kann ich den so anklicken? Nee. Vielleicht mit Feuerzeug ausrüsten. Nein, so. Nehme ich an. Verwenden. Sicher ist sicher. Au! Ja, dann muss man dann noch schneller weg. Wusste nicht, dass ihr das direkt anzündet. Wir können gleich auch direkt unser Kanister auffüllen unten. Wie weht hatten das jetzt? Nee, okay. Genau. Ja. I know. So, hier machen wir es jetzt auch was besser, ohne uns zu verbrennen. Komm. Verwenden. Weg. Sehr schön. Dann füllen wir mal unseren Kanister wieder auf. Ja, ja. So, und theoretisch, wenn wir jetzt hier einmal aus dem Raum raus sind und gleich wieder im Raum drin sind, dürften Leichen weg sein. Leiche weg bedeutet, steht nicht mehr auf. Logischerweise. Füllen wir den Kanister. Ist das mal etwa die Hälfte drin? Ja, auffüllen. Wir haben den Kanister mit Kerosin gefüllt. Was sagt er? Es ist noch ein wenig Kerosin drin. Also können wir an einem Kanister, wo was drin ist, genau 6 Ladungen bekommen. Wir entsinnen uns, wir haben schon so einen Kanister gefunden. Ja. Wo war das denn? Weiß nicht mehr. Tja. Gut, es wird Zeit, dass wir die letzte Schwertschlüsseltür aufmachen, denn der Schlüssel ist ein wenig im Weg. Dementsprechend, bevor wir da oben weiter erkunden, würde ich sagen, gucken wir mal, dass wir zur letzten Schwertschlüsseltür kommen. Der Typ sieht aus, als würde er gleich auseinanderfahren. Trotzdem hindurchgehen? Nee. Gehen wir lieber einen langen Weg. Da ist noch eine Tür gewesen. Nein? Doch. Nein? Nein. Da ist keine Tür. Ich kann auch gerne die Karte aufmachen. Dementsprechend siehst du, da ist nur eine Tür hier unten. Diese Tür führt in diesen Gang. Welcher Gang das auch immer ist, das werden wir gleich sehen. Oder wir gucken auch nochmal hier, vielleicht ist da auch noch eine Schwertschlüsseltür, nicht, dass wir die verpassen. Tür ist verschlossen, ein Rüstungssymbol. Jo. Ist in das Schloss eingesperrt. Ah, okay, diese Tür. War einfach so offen. Oh, oh, ich glaube, das ist der Raum, in dem wir... Rotes Kraut. Ja, das brauchen wir aber gerade noch nicht. Aha, warte mal. Siehst du das hier? An der Kamin. Nein, falscher Knopf.
Guck mal da oben, siehst du das? Ja. Der eingeritzten Strich im Relief glühen an der Hitze rot. Ah, wir haben es nicht dabei. Holen wir das Passepartout. Und legen es da drauf. Dann würde ich sagen, machen wir gleich das Inventar des Lehrer. Mhm. Nehmen die ganzen Pflanzen mit. Die können wir dann nämlich hinterher wunderbar in die Kiste wieder zurückbringen. Müssen wir halt ein bisschen hin und her laufen. Ne? Ja. Aber so. Ja. Aber so haben wir dann nämlich die Pflanzen da oben und vergessen sie nicht. Ja. Alles, was in der Kiste ist, haben wir ja in jeder anderen Kiste auch. Wie du bereits schön feststelltest. Schön feststelltest. Schön festgestellt hast. Ja. So. Also tun wir dieses hier gegen das Passepartout austauschen. Dann tun wir mal ganz kurz das Messer weg. Wir haben ja ein Dolch. Nee, wir haben kein Dolch mehr. Den haben wir gerade verwendet. Ah, nee. Ein Dolch haben wir noch. Stimmt. Wir haben das, der ist ja ausgerüstet. Ja, das ist aber diese sofort, wenn die Zombies anfallen. Den können wir nicht im Nahkampf verwenden. Ah. Deswegen packen wir das Messer nur jetzt kurzzeitig raus. Da oben sind aber drei Pflanzen. Das heißt, wir tun auch kurz die Shotgun weglegen. Wir tun die kurz weglegen, vor allen Dingen. So. Können ja den kombinieren, rot und grün. Ja. Haben wir zwei. Genau. Da wir dann sowieso nochmal zurückgehen und das zurückbringen. Ja. Lalalala. Ja, wer liebte das nicht, als man den ersten Teil damals spielte? Und vier holen musste. Im zweiten Teil war man deswegen, als man mit Claire, glaube ich, spielte, so wunderbar froh, als man die Gürteltasche fand und zwei Inventarplätze mehr hatte. Das war so toll. Ja. Ich muss unbedingt die Menütaste auf eine andere Taste legen. Verwenden. Ha. Erst so geschossen mitnehmen, ja. Ja, so. Und das verbraucht jetzt auch wieder keinen Inventarplatz mehr. Sie haben die Karte von Villa erstes Obergeschoss genommen. Toll, danke für die Info. Siehst du? Wunderbar. So. Ja, wo ist denn das Buch jetzt? Das ist weg. Da war ja nur eine Seite drin. Damit haben wir jetzt die Karte geholt. Und die Karte ist bei den Akten und die Akten verbrauchen keinen Platz im Inventar. Was ist das jetzt? Rotes Kraut. Sah aber nicht rot aus. So. Ich muss kombinieren. Kombiniere rot mit grün. So. Dann testen wir auch gleich noch die andere Tür aus. Sollen wir nicht erstmal runtergehen? Ja, wir können auch gerade die Türen austesten. Die Tür ist verschlossen. Ein Helmsymbol ist in das Schloss eingraviert. Ja, gut, damit hätte sich das ja dann erledigt. Dass wir hier auch nicht mal helfen dürfen. Erstmal nicht, richtig. So. Das war das Rüstungssymbol an der anderen Tür. Kann ich eigentlich rausgucken? Nein, natürlich nicht. So. Die Bilder sehen natürlich alle sehr hübsch aus. Ja, ja, ganz, ganz, ganz hübsche Bildchen. Macht direkt so eine Atmosphäre. Dass man sich etwas wohler fühlt mit dem Bild. Ja, natürlich, weil die Bilder auch alle überhaupt nicht komisch scary sind. So. Das tun wir mal raus. Behalten wir einfach das grüne eine Kraut da drin. Das dürfte eigentlich reichen. Am Anfang. Ja, und wenn wir noch ein rotes finden, können wir direkt mischen. Genau. So, den Schlüssel werden wir gleich los. Die beiden Dinge haben wir noch dabei. Das Defekte-Gewehr nehmen wir auch noch mit. Die Hundepfeife? Geht nicht mehr. Ah ja, genau, wir brauchen ja eh erstmal die Hunde. Genau. Schwul. Genau, schwul jetzt. Oh, die Steuerung. Grausig. Hierfür wäre jetzt natürlich der, ich mache Werbung, Steam-Controller richtig gut. Ne, wir gehen oben lang. Der aber noch hinter meinem Sideboard liegt, weil Caro den weggeputzt hat. Dementsprechend. Nun ja. So. Kurze Kontrolle.
Läuft hier noch alles? Ich glaube, hier läuft noch alles. Gucken wir mal. Na, gucken wir mal, das Video läuft noch. Wunderbar. Wunderbärchen. Wunderbärchen. Okay. Weiter im Text. Und zwar nicht im TV-Text. Jo. Hey. So. Ah ne, die war verschlossen. Rüstung. Ja, irgendwie die Hälfte aller Türen braucht man ein Rüstungssymbol. Rüstungsschlüssel. Ein Rüstungssymbol. Wahrscheinlich genauso diese hier. Nimm mal. Ha! Als ob ich nicht gewusst hätte. So. So. Die wunderbare Tür, die man kaum sieht, die nach draußen führt. So. Nun haben wir die Eingangstür. Die wollen wir nicht. Sollen wir nicht rausgehen? Genau, weil da kommen blöde Hunde. Auch wenn wir dieses Video gerne sehen würden, das tun wir dann in einem anderen Zusammenhang. Gehen wir da durch. Da ist eine Eule, die Tür. Sieht auch nicht aus wie eine Eule. Oh, guck mal, Hintern. Ja, wunderschön, dieser Hintern. Und ich meine... Sie haben den Schwertschlüssel verwendet. Manu, gibt's noch mehr Schwerttüren? Verdammt! Gucken wir doch einfach mal... ja, auf die Karte. So. Blaue Türen sind die, die wir schon geöffnet haben. Rote Türen sind die, die verschlossen sind. Graue Türen haben wir noch nicht ausprobiert. Ja, hinter dieser Tür ist dieser Gang. In diesem Raum finden wir höchstwahrscheinlich die Schrotflinte. Nee, es war dieser Raum. War es dieser Raum? Es war, ich glaube, dieser Raum. Ja. Aber das bringt uns ja gerade nichts. Weil wir haben keinen Platz im Inventar frei. Allerdings... Wir haben einen Platz. Nein, haben wir nicht. Der Schwertschlüssel ist immer noch da. Weil wir irgendeine doofe Tür noch nicht ausprobiert haben. Naja, der Teil da ist ja auch noch. Richtig. Da kamen wir nicht durch. Ja, wir kommen da ja gar nicht... Doch, da kommen wir durch. Da, auf die Treppe. Das ist die Tür, die wir noch nicht ausprobiert haben. Ja, richtig. Dann probieren wir das noch. Müssen wir durch den Flur, meine ich. Ja, durch den anderen, auf der anderen Seite. Wo man den ersten Zombie entdeckt. Hm. Wo ist... Ah! Oh, Jill. Ich wollte gerade nach ihm fragen. Any good news? Other than I'm still alive in this madhouse? No. Can't say it's much safer here either. We'd better secure our escape route first. There's gotta be a back door somewhere. All right then, let's split up again. See you later. Ciao. Ja, ein umfangreiches Erlebnis. Storytechnisch höchst relevant. Hallo Barry. Hallo Jill. Was gefunden? Nein. Nein. Okay, trennen wir uns wieder. Ja. Aber sie hat doch schon was gefunden. Warum sollten wir... Aber sie hat doch schon eine ganze Dinge. Ja. Oh, guck mal da. Ja, ich weiß, das können wir aber immer noch nicht einsammeln, weil, wie du weißt, haben wir immer noch keinen Platz frei. Tja, vielleicht ist es an der Zeit, da wir hier hinten auch... Genau. Oh, na gut. Die ist von der anderen Seite verschlossen. Ah. Und der Zombie sieht aber auch am fiesesten aus. Sieht aus wie alle anderen Zombies auch. Nein. Tja. Ach, das Messer haben wir Gott sei Dank nicht dabei. Doch, da also, unten. Da. Dankeschön. Deswegen spielen wir ja zu zweit. Ey. Ach, der ist schon kaputt. Guck mal. Mann, Pistole. Ja. Wollen wir den abfackeln? Ja. Der ist doof. Warum ist der doof? Hm. Na, das Kerosin muss finden. Vielleicht ist es auch so. Nein, so geht's nicht. Na gut. Ja.
So, damit haben wir erstmal Ruhe hier. Die ist von der anderen Seite verschlossen. Sollten wir nicht nochmal durchgehen durch die anderen? Ja, wir gucken aber erstmal hier. Die Tür ist geschlossen. Ein Rüstungssymbol. Natürlich, was denn auch sonst? Oh. Spooky. Was haben wir hier? Hier ist ein Aufzug. Von diesem Stockwerk aus können Sie ihn anscheinend nicht betreten. Na, das ist doch schade. Oh, hier ist auch noch unten. Ey. Na, das sieht doch hübsch hier aus, oder? Sie haben den Schwertschlüssel verwendet. Yeah. Sie brauchen diesen Schlüssel nicht mehr. Dankeschön. Ablegen, ja. Ja. Ja, gehen wir doch auch mal durch. Was ist denn dahinter? Ich wollte aber noch den Diamanten einsammeln. Ja, den sammeln wir auch noch ein. Lass uns erstmal gucken, was dahinter ist. Ich habe etwas gehört. Ih, Kakerlaken. Das sind einfach nur Kakerlaken. Ein Haufen Gewürze, die sie noch nie gesehen haben. Salz, Pfeffer. Vor allem Dorn. Oh, guck mal da, ein Dolch. Ja! Munition! Auf den Tellern wimmelt es von Maden. Ich würde erstmal mal in den Topf gucken. Rubin da einsammeln. Das ist ein Saphir. Ein Stück Fleisch unbekannten Ursprungs. Was ist das hier? Geht's da rein? Nee, da geht's nicht rein. Oh, warte, hier war auch noch eine Tür. Erstmal alle Türen gucken, damit wir auf der Karte auch sehen, welche Türen... Sie ist von der anderen Seite verschlossen. Damit wir auf der Karte sehen können... Welche Türen wir schon ausprobiert haben, welche nicht. Genau. Abwarten. Nö, warum? Hier sind wir so selten. Der Strom ist wohl nicht eingeschaltet. Na gut. Du kannst mich mal... Blöder Zombie, dich brauche ich gar nicht. Ja gut, der ist ja eh schon tot. Dann wird er wahrscheinlich jetzt auch nicht so schnell wieder aufstehen. Ja, und selbst wenn er aufsteht, das ist ein Zombie in einem großen Raum. Oh, hingefallen. Darf ich? Oh. Das war's schon? Nee, die Blutlache ist irgendwie ausgelaufen. Ja, außerdem habe ich einmal daneben geschossen, weil es schon nach dem ersten Schuss umgekippt ist. Der blöde Sack. Ausrüsten sollst du das. Okay. Yeah. Oh, so treffe ich den gar nicht. Mist. Ein Schuss verschwendet. Ist irgendwie sehr fragil, der Zombie. Ganz ruhig. Ist doch egal. Hacken einfach auf den Boden rum. Außerdem hört man es an der Musik. Ich würde sagen, der ist tot. Ja. Ja, aber sicher. 5 Schuss für den Zombie sind in Ordnung. Wenn wir bedenken, für den einen haben wir 9 Schüsse gebraucht. Nein, nein, nein. So. Können wir jetzt ja nicht raus? Ja. War das denn so schlimm? Gut, ich muss dazu gehen. Ich wusste natürlich, dass das passiert. Ich kenne ja den ersten Teil. So, ging nicht. Waren wir da schon? Ja. Wir haben jetzt einen Platz frei im Inventar. Das heißt, wir können jetzt entweder einfach mal hier. Das sollen wir den direkt mitnehmen? Ja, komm, nehmen wir den direkt mit. Vielleicht, ja, wir haben noch eine Kiste da hinten stehen, wenn wir da um die Ecke gehen. Ja.
Da können wir den wieder reinpacken. Ja. Allerdings weiß ich gerade gar nicht mehr, wofür man den braucht. Aber das wird sich sicherlich rausstellen. Blauer Edelstein. Ja. Ach ja, am Anfang, wo man nicht alle Räume kennt. Sehr viel rumgelaufen. Aber irgendwann kennt man das Haus fast auswendig. Wenn man das Haus fast auswendig kennt, kommt man ins nächste Haus. Du, das war der Hund. Das klingt eher nach Krähen. Oh, da sitzen Krähen. Ja, aber da waren die Fliegen noch nicht. Nö, die sind durch das offene Fenster rein. Das ist neu. Lalalala. Na, da sieht man so das Fenster. Das war vorher nicht offen. Ich verwundere es. Ja. Die werden wir wahrscheinlich dann brauchen, wenn wir diese Halterung an der Wand da brauchen, oder nicht, oder doch, oder ja. So, dieser Raum. Ja, und zwei. Oh. Ja, da haben wir, der eine lag da und den anderen haben wir getötet. Vielleicht einen davon irgendwie verbrennen? Wenn die beide übereinander liegen, ich glaube, dann brennen vielleicht beide ab. Das wäre cool zumindest. Wir haben ja noch hier irgendwo. Ja. Ah! 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 Scheiße, jetzt können wir das mit beiden verbrennen. Ah! Was sagt denn für einer? Wah! Ah! Wah! Mist! Ist aber schnell! Aua, aua, aua. Komm her, du Pisskopf. Oha. Nein! Oha. Menü? Kritisch. Ja, haben wir nicht. Sollen der Murks? Ja, denn das rote Kraut mitnehmen sollen. Ja, komm ja nicht an, dass er so ein schnelles Vieh ist. Mal Rumschaft freigeschaltet. Der lebt doch noch. Nein. Lass uns den verbrennen. Ja, definitiv. Was zur Hölle war denn das? Das ist neu. Okay. Aber wir haben wenig Schuss für den gebraucht. Wir haben uns nur sehr stark verwunden lassen. Doofes Vieh. Ich würde sagen, wir sollten unser Heilzeugs holen aus der Kiste. Ja. Da ging es nicht mehr. Da waren noch diese Fallen da. War das hier? Ja, aber dafür brauchen wir, glaube ich, den Stein. Und zwei Türen. Genau, die andere. Dafür brauchen wir den Stein, meine ich. Nein, dafür brauchen wir wahrscheinlich einen Schlüssel. Ach ja, genau, einen Schlüssel. Also da liegt ein Schlüssel, aber. Oh, das sind die Zombies, die wir schon mal getötet haben. Die werden so schnell. Wah! Lassen. Ja, 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 ist ja gut. Wir brauchen Kerosin, um die schnellen Zombies zu töten. Nein, die schnellen Zombies sind die Zombies, die wir schon mal getötet haben und wieder aufgestanden sind. Ah. Sollten wir daran denken, alle zu töten? Ja, mit allen geht das nur leider, glaube ich, nicht. Hier. Guck mal. Ich habe nämlich dran gedacht, dass hier ein Zeug ist. Ja, wir sollten auch das hohe. Reichen nur für wenige Anwender. Verwenden? Ah, es sind verwenden, ja. Sie haben ihre Wunden versorgt. Geh mal auf. Wir sind wieder fit. Ah, ich glaube, da kann man immer hinlaufen. Ja, aber das stand ja nur für wenige Anwendungen. Hm. Die kann man aber nicht aufnehmen. Die kann man für, wenn man. Nee, genau. Ah, das war ja perfekt gewesen. Ja. Cool. Wir sollten unser Kerosin wieder auffüllen. Gut, dass wir. Der wird aufstehen. Oder auch nicht. Oh, er ist aufgestanden. Warum ist der da auch? Das war der, den haben wir da unten. Ne, der lag schon die ganze Zeit.
sollten wir die hier schon die ganze Zeit liegen, nicht verbrennen, sondern nur die, die wir getötet haben. Weil die, die da nur die ganze Zeit liegen, glaube ich, die stehen nicht auf oder so. Genau, nicht oder so. So, wir nehmen mal sowas hier mit, ne? Nee, die mit dem Roten. Was mit dem Roten? Direkt? Ja. Das nehmen wir... Na gut, nehmen wir das mit dem Roten. Wir brauchen die Hundepfeifen. Nee, brauchen wir nicht. Noch nicht, richtig. Aber hier, denke ich mal, ist ein Punkt erreicht. Ich einfach mal abspeichern. Und danach nehmen wir Kerosin. Ja, aber da war noch eine andere. Ja, ja, wir haben auch hier einen Raum ein Kerosin. Das ist der nächste Raum, wo wir die kaputte Rotfinde gefunden haben, glaube ich. Verwenden wir das Farbband. Gespeichert. So, und da es ein wunderbarer Moment ist, an dieser Stelle, damit wir nicht zu große Videos machen, würde ich sagen, das ist das Ende des ersten Teils. Damit gehe ich einmal zurück auf unseren Open Broadcaster. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, ich hoffe, ihr guckt euch auch die nächste Folge an. Ja. Insofern danken wir fürs Zuschauen. Werden natürlich jetzt noch eine Folge drehen, da wir gerade so schön am Spielen sind und die dann hinterher noch da reinpacken. Also nicht wundern, wenn sich unser Outfit und unser Gemüt nicht ändert. Aber bis hierhin schon mal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich war Guitar Chris Singy. Ich bin Caro Korb, immer noch. Und zusammen sind wir... Chris HQ. Chris HQ, richtig. Nochmal. Okay, zusammen sind wir... Chris HQ. Genau. Und mit euch zusammen sind wir die Final Resistance. Also Final dann... Final Resistance. Okay, lassen wir das. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert uns, mich und guckt euch alles andere auch an bis zum Schluss. Und nein, macht das besser nicht, wenn euch euer geistiges Wohl ist. Geistiges Gut wohl ist. Bla, bla. Aber dann sollen sie sich das angucken. Ja, genau. Nicht jeder so schreckhaft wie du. Also dann. War nicht schreckhaft. Nein, überhaupt nicht. Goodie, ich hoffe, es hat euch gefallen und wir machen auch noch Videos auf Englisch und so weiter. Wenn ihr ein Spiel habt, was ihr gerne sehen wollt, was wir livestreamen oder ein Let's Play von machen, so sagt uns das bitte in den Kommentaren oder auch persönlich oder sendet uns eine Brieftaube. Und ja, bis zum nächsten Mal sagen wir Ciao.